Die besten Daten, die wir über den Urknall haben, sind genau das, was ich vorhergesagt hätte, wenn ich keinen anderen Ausgangspunkt gehabt hätte als die 5 Bücher Mose, die Psalmen und die Bibel als Ganzes. Herzlich willkommen bei Glauben Denken. Schön, dass ihr wieder dabei seid zum zweiten Teil von Hat die Wissenschaft Gott begraben? Letztes Mal hatten wir schon zwei Kapitel besprochen, nämlich zum einen, dass der Konflikt nicht zwischen der Naturwissenschaft und dem Gottesglauben besteht, sondern zwischen den Weltanschauungen, Atheismus oder Materialismus und dem Theismus, dem Glauben an einen persönlichen Gott, und dass Wissenschaftler unterschiedliche Glaubensanschauungen haben. Und zweitens, dass die Naturwissenschaft gewisse Grenzen hat, also Gott weder beweisen noch widerlegen kann, dass man sie aber durchaus verwenden kann, um zu überlegen, gibt es Indizien in der Natur, die für die Existenz eines persönlichen Gottes sprechen? Keine Beweise, aber Indizien. Und genau damit wollen wir uns jetzt heute beschäftigen. Die Frage, passt die Naturwissenschaft zum Glauben an einen persönlichen Gott? Ich möchte 5 verschiedene Bereiche mit uns anschauen. Und wir fangen erstmal damit an, wie Naturwissenschaft überhaupt entstanden ist. Die Entstehung der modernen Naturwissenschaft. Denn in der Tat haben sich auch in der Antike schon manche Griechen Gedanken gemacht damit, wie man die Dichte einer goldenen Krone bestimmen kann, zum Beispiel Archimedes oder so. Aber es war alles irgendwie so ein bisschen Stückwerk, interessanterweise. Und auch bei den Chinesen und bei den Indern gab es Ansätze. Die Chinesen kannten schon Schießpulver für kultische Zwecke zum Beispiel. Aber es war keine systematische Erforschung der Natur vorhanden. Warum ist die Naturwissenschaft als Projekt, als kulturelles Projekt, ausgerechnet im damals eher noch etwas unterbelichteten sogenannten christlichen Abendland entstanden, so im 15., 16. Jahrhundert, letztendlich in einer direkten Folge zur Philosophie des Mittelalters? Johannes Kepler zum Beispiel von 1571 bis 1630, der schrieb sein Werk Harmonices Mundi im Jahr 1619, also vor ziemlich genau 400 Jahren. Ein revolutionäres Werk. Und unter anderem sagt er, das wichtigste Ziel aller Untersuchungen über die Außenwelt sollte es sein, die rationale Ordnung zu entdecken, die ihr von Gott aufgeprägt worden ist und die er uns in der Mathematik geoffenbart hat. Das heißt also, wenn er Ordnung entdeckt in der Welt um sich herum und er entdeckt, oh, das kann ich ja mit einer Formel beschreiben, ist es für ihn kein Argument dafür, ah, Mechanismus verstanden, Gott existiert nicht, sondern im Gegenteil, je mehr ich verstehe von dieser genial geordneten Welt, desto größer wird die Herrlichkeit Gottes. Naturwissenschaft ist für ihn, genauso wie für seinen Konkurrenten und Mitdenker Galileo Galilei, das Nachdenken der Gedanken Gottes. Gott hat sich was dabei gedacht und wir mit unseren kleinen menschlichen Gehirnen, mit unserem kleinen menschlichen Verstand können versuchen, diese Gedanken Gottes nachzudenken. Das war ein ganz großer Ansporn für eine ganze Reihe von Wissenschaftlern. Und als Johannes Kepler nach 6 Jahren harter Arbeit die Planetenbahndaten selbst gesammelt und auch von anderen gesammelte, wie von Tycho Brahe, ausgewertet hat, da entdeckte er diese Keplerschen Gesetze, die man schon in der Schule meistens lernt, nämlich, dass die Planeten sich auf Ellipsenbahnen um die Sonne bewegen, dass sie immer gleiche Flächen überstreichen und dass die Umlaufdauer in einem Verhältnis zum Abstand des Planeten von der Sonne befinden. Ein revolutionäres Gesetz, denn dadurch konnte man durch das Messen eines Abstands auf alle anderen Abstände im Planetensystem rückschließen, indem man nur noch die Umlaufzeit, die man relativ einfach messen kann, letztendlich zu bestimmen braucht. Also wirklich ein enormer Schritt im Verständnis unseres Sonnensystems. Und er schrieb ein Gebet, interessanterweise, als er das entdeckt hatte. O du, der du durch das Licht der Natur das Verlangen in uns mehrest nach dem Licht deiner Gnade, um uns durch dieses zum Licht deiner Herrlichkeit zu geleiten, ich sage dir Dank, Schöpfer, Gott, weil du mir Freude gegeben hast an dem, was du gemacht hast, und ich frohlocke über die Werke deiner Hände. Für ihn war Naturwissenschaft machen gleichbedeutend mit Gottesdienst. Eine Vorstellung, die uns heute vielleicht fremd vorkommen mag. Aber auch der
Philosoph und Philologe C.S. Lewis hat beim Blick auf die Entstehung der Naturwissenschaft folgenden Schluss gezogen. Die Menschen wurden zu Wissenschaftlern, auf Englisch steht da Scientists, also Naturwissenschaftlern ist gemeint, weil sie erwarteten, dass es in der Natur Gesetze gäbe. Und sie erwarteten Gesetze in der Natur, weil sie an einen Gesetzgeber glaubten. Also, das ist nicht übrigens von Christen entwickelt worden, diese These, sondern die stammt von Alfred Whitehead, einem Cambridger Philosophen, der eher Agnostiker war. Und er sagt, im Grunde waren es zwei Denkvoraussetzungen, die dem jüdisch-christlichen Glauben zu eigen waren. Nämlich erstens, die Natur ist nicht Gott, so wie es eben zum Beispiel die Chinesen im Pantheismus geglaubt haben. Deswegen ist sie zur Erforschung freigegeben. Ich kann einfach die Natur untersuchen. Ich darf auch mal einen Baum fällen, weil das alles sind einfach Geschöpfe, die uns auch anvertraut worden sind, um sie zu gestalten, natürlich auch um sie zu bewahren. Und zweitens, die Natur ist geordnet, weil Gott rational ist, weil Gott auch dem Menschen Gesetze gegeben hat und somit auch der Natur Gesetze gegeben hat, die wir versuchen können, der Natur abzulauschen, abzuhorchen und so die Gedanken Gottes nachzudenken. Höchst spannend, und so landen wir am Ende auch bei den beiden Grundsäulen der Naturwissenschaft, nämlich bei der Empirie und bei der Deduktion. Die Deduktion ist eine Konsequenz dessen, dass wir davon ausgehen, die Welt ist nach rationalen Gesetzen geschaffen und läuft nach rational beschreibbaren Vorgängen ab. Und die Empirie rührt daher, dass der Anfang nicht notwendig war, sondern dass diese Welt letztendlich aus dem freien Entschluss des Schöpfers gemacht worden ist. Deswegen müssen wir hingehen und auch messen. Und das fehlte tatsächlich den meisten griechischen Philosophen. Die Griechen dachten immer, ich muss nur richtig denken und dann habe ich alles verstanden. Ich muss keine Experimente machen, denn am Ende entscheidet die Notwendigkeit. Und so haben sie sich nur Gedanken gemacht, Deduktion, Deduktion, und sind nicht hingegangen, mit ein paar wenigen Ausnahmen natürlich. Und die christlichen Wissenschaftler Ende des Mittelalters, die haben dann gesagt, nee, wir müssen hingehen, wir müssen das messen, denn wir wissen nicht, was sich Gott dabei gedacht hat. Und es gibt viele Möglichkeiten, wie Gott eine Welt geschaffen haben könnte. Also Empirie, die erfahrungsmäßige Erforschung der Welt, und auf der anderen Seite Deduktion, die Gesetze in dieser Erfahrung zu entdecken. Das sind die beiden Säulen der Naturwissenschaft und die passen wunderbar zum christlich-jüdischen Weltverständnis. Und als dann jede Menge Universitäten gegründet worden sind, übrigens auch eine Konsequenz christlichen Denkens letztendlich, da wurde zum Beispiel ganz oft die Suche nach Wahrheit in den Mittelpunkt gestellt, wie hier bei dem Wappen der Harvard University, damals 1636. Da steht Veritas, verteilt auf drei Bücher. Diese drei Bücher, Veritas heißt auf Lateinisch die Wahrheit, die drei Bücher sind letztendlich Gottes Wort, seine Offenbarung, also die Grundinformation, die wir uns nicht selber durch Denken erschließen können, sondern die Gott uns einfach mitteilen muss. Das zweite Buch steht für die Werke Gottes, für die Natur, das Beobachten der Sterne, der Pflanzen, der Tiere, des Menschen und so weiter. Und das dritte Buch steht für den menschlichen Verstand, der nämlich im Ebenbild Gottes geschaffen ist und deswegen ein Stück weit widerspiegeln kann, wie auch Gott ist und wie Gott denkt. Und deswegen hat der Christ eine perfekte Erklärung dafür, warum die Natur sich an rationale Gesetzmäßigkeiten hält und warum der Mensch diese wiederum verstehen kann. Rationale Gesetzmäßigkeiten, das ist der zweite Punkt, die werden typischerweise mit mathematischen Formeln beschrieben. Geht nicht immer, aber relativ oft. Oft mit Differentialgleichungen zum Beispiel. Und das ist eine der spannenden Fragen. Wie kommt es, dass Mathematik die Natur durchdringt? Also beispielsweise logarithmische Spiralen. Das ist einfach eine Idee, eine mathematische Idee. Und diese Idee, die finden wir in der Kosmologie, zum Beispiel bei Spiralgalaxien. Die finden wir in der Meteorologie, bei Tiefdruckwirbeln. Die finden wir beim Pflanzenwachstum, bei Blütenständen zum Beispiel realisiert und beim Wachstum von Blütenständen. Die finden wir im Tierwachstum und auch im Tierverhalten realisiert, zum Beispiel beim Sturzflug von Falken. Wie kommt es, dass ein mathematisches Prinzip in der Natur an ganz unterschiedlichen, scheinbar überhaupt nicht miteinander verbundenen Phänomenen immer wieder auftaucht? Das ist doch hochspannend. Und es ist überhaupt spannend, warum sich Natur letztendlich überhaupt an Mathematik hält. Denn Mathematik ist ja erstmal was rein Geistiges. Die Natur könnte sich auch völlig anders verhalten. Aber interessanterweise hält sie sich an Mathematik. Das ist schon Albert Einstein aufgestoßen. Und so hat er gesagt, das Unverständlichste am Universum
ist im Grunde, dass wir es verstehen. Das ist im Grunde das Gegenteil von dem, was Sokrates gesagt hat. Sokrates hat ja gesagt, ich weiß, dass ich nichts weiß. Wie auch immer er das genau gemeint hat, auch das wird natürlich debattiert, aber nehmen wir es mal so, wie er es gesagt hat, ich weiß, dass ich nichts weiß. Und Albert Einstein sagt jetzt, wir wissen etwas, wir merken, dass es funktioniert, aber wir wissen nicht, warum. Also wir wissen, dass wir was wissen, aber warum wissen wir was? Warum können wir das Universum mit Differentialgleichungen so zutreffend beschreiben? Warum können wir zum Beispiel versuchen, die Relativitätstheorie von Einstein zusammenzubringen mit der Quantenmechanik von Heisenberg und erhalten dann als Ergebnis, dass es Antimaterie geben muss? Ein Konzept, von dem vorher, auf dessen Idee vorher noch gar keiner gekommen ist. Aber es wird vorhergesagt, allein durch mathematisches Nachdenken. Und dann macht man im Jahr 1932 das Experiment, 3 Jahre später, nachdem Dirac 1929 diese Rechnung durchgeführt hat und entdeckt tatsächlich das Positron, also das Antiteilchen zum Elektron. Mathematik als ein Schlüssel zum Verständnis und zur Erforschung der tiefen Dimension des Universums. Eugene Wigner, Nobelpreisträger sowie Einstein und auch befreundet mit Einstein, der schrieb darüber ein sehr spannendes Paper, nämlich The Unreasonable Effectiveness of Mathematics in the Natural Sciences, also die unvernünftige Effektivität und Wirksamkeit der Mathematik in den Naturwissenschaften. Und da schreibt er 1960, das Wunder, dass die Sprache der Mathematik die Gesetze der Physik zutreffend beschreiben kann, ist ein wunderbares Geschenk, das wir weder verstehen noch verdienen. Man muss dazu sagen, er hat zwar jüdischen Hintergrund, ähnlich wie Albert Einstein, aber in seinem Lebenswandel, in seiner Weltanschauung ist er eher Agnostiker. Also im Motto, wir wissen nicht, ob es Gott gibt oder nicht, und wir können es eigentlich auch gar nicht wissen. Und trotzdem merkt er, wir stoßen hier am Fundament, an der der ganze Erfolg der Naturwissenschaft hängt, an diesem Fundament stoßen wir auf ein Rätsel, da stoßen wir auf einen nicht begründbaren Glücksfall, ein Geschenk, das wir weder verstehen noch verdienen. Und ich selbst habe darüber auch schon mal diskutiert bei einem Symposium mit Bernulf Kahnentscheider, einem der naturalistischen Philosophen des letzten und auch noch dieses Jahrhunderts. Und der sagt auch, das ist im Grunde eines der großen Fragen, an die er als Naturalist letztendlich immer wieder stößt. Da gibt es ein paar Ideen, aber warum hält sich Materie an Ideen, an Logik? Und eng damit zusammen hängt auch ein zweites Indiz im Zusammenspiel von Mathematik und Natur, nämlich die Frage, warum kann unser Verstand, der menschliche Verstand, eigentlich logisch denken, wenn er doch ein Produkt der Natur ist? Hören wir uns mal an, was der Genetiker J.B.S. Haldane dazu sagt. Der sagt, wenn die Gedanken in meinem Verstand, also mentale Phänomene, nur die Bewegungen von Atomen in meinem Gehirn sind, also ein Mechanismus, der durch geistlose, ungesteuerte Prozesse entstanden ist. Man könnte auch sagen, irrationale Prozesse. Warum sollte ich dann irgendetwas glauben, das mir dieser Verstand sagt? Einschließlich der Tatsache, dass mein Gehirn aus Atomen besteht, was ja auch nur ein Produkt genau dieses Verstandes ist. Warum sollte das bitte schön richtig sein, wenn alles nur eine Konsequenz, verursacht ist durch Potenziale von Neuronen, chemischen Potenzialen, die sich in elektrischen Strömen entladen, allein auf naturgesetzlicher Basis? Und welche Gründe gibt es dann insbesondere für die Überzeugung, der Naturalismus sei wahr? Also der Glaube, dass alles nur Natur ist, eng verbunden mit dem Glauben, dass alles nur Materie ist. Welchen Grund gibt es dann dafür? Welchen Grund kann uns überhaupt unser Verstand dafür geben? Wenn man jetzt im historischen Wörterbuch der Philosophie nachschlägt, dann entdeckt man, dass das tatsächlich das Grundproblem schlechthin des Materialismus ist. Denn wenn unsere Gedanken allein das Resultat der Atome in unserem Gehirn sind, warum sollte unser logisches Denken dann wahr sein? Ein Taschenrechner, der ausrechnet, 1 plus 1 ist gleich 3, bricht kein einziges Naturgesetz. Die Maxwell'schen Gleichungen gelten weiterhin und das Ohmsche Gesetz. Aber logisch ist es eben falsch. 1 plus 1 ist eben gleich 2. Das weiß der Rechner aber nicht. Das wissen die Naturgesetze nicht. Warum sollten wir also unserem Denken vertrauen? Wenn unser Denken wahrheitsfähig sein soll, und ich denke, die meisten Menschen gehen davon aus, dass wir irgendwie der Wahrheit näher kommen können, dann darf unser Denken weder rein naturgesetzlich determiniert sein, noch darf es rein zufällig willkürlich sein, sondern es muss in der Lage sein,
zwischen verschiedenen Möglichkeiten zu wählen. Und zwar nicht aufgrund von Ursachen, weil das eine Neuron gerade ein bisschen stärker aufgeladen ist als das andere, sondern aufgrund von echten Gründen, aufgrund von logischen Gründen. Ansonsten könnte ich immer sagen, gut, ihr glaubt eben nicht an Gott, weil eure Atome euch dazu zwingen, dass ihr nicht an Gott glaubt. Und ich glaube eben an Gott, weil meine Atome mich dazu zwingen, dass ich an Gott glauben muss. Ich kann gar nicht anders. Ich bin determiniert von meinen Atomen. Aber entspricht das wirklich unserer Lebenserfahrung, unserem Rationalitätsverständnis? Ich glaube, nein. Und auch der Philosoph Jürgen Habermas wehrt sich da ganz entschieden dagegen. Er sagt, wenn das der Fall ist, dann gibt es keine Gründe mehr, sondern nur noch Ursachen. Dann pfeift der Schiedsrichter eben einfach, weil die Photonen in sein Auge gefallen sind und gewisse Prozesse im Gehirn getriggert worden sind, die dann ablaufen von alleine. Aber er pfeift nicht aus moralisch-ethischen Gründen. Also, ein großes Grundproblem des Materialismus. Und das sollte uns einfach einen Moment mal zum Nachdenken geben. Welchen Grund haben wir, unserem Denken zu vertrauen? Ich glaube, das ist eine der wichtigsten Fragen für unser Leben. Denn unser Selbstverständnis hängt davon auch ab. Bin ich verantwortlich für das, was ich denke, was ich tue? Und kann ich überhaupt Wahrheit entdecken? Oder bin ich nur eine Marionette von etwas anderem? Von Neuronen und Atomen, die eben feuern und Billard spielen in meinem Kopf. Jetzt aber mal vom Kopf, vom Universum im Inneren hinaus zum Universum da draußen. Der dritte Punkt, das Universum mit einem Anfang. Die große Frage ist, woher kommt eigentlich das Universum? Und warum gibt es überhaupt etwas und warum gibt es nicht nichts? Wenn wir jetzt mit einer Zeitmaschine 100 Jahre zurückreisen würden, ins Jahr 1920, dann würden uns unterhalten mit den damaligen Nobelpreisträgern und den führenden Astrophysikern und Wissenschaftlern, dann würden die uns alle das Gleiche sagen. Die würden alle sagen, also, das Universum ist statisch und es existiert von Ewigkeit zu Ewigkeit. Es gibt keinen Anfang und kein Ende des Universums. Albert Einstein war dieser Meinung, Arthur Eddington war dieser Meinung und das wurde auch publiziert. Interessanterweise, im Jahr 1931 in Nature schreibt Arthur Eddington, aus philosophischer Perspektive ist die Vorstellung eines Anfangs der gegenwärtigen Naturordnung abstoßend. Ich würde gerne ein Schlupfloch finden. Interessant. Da scheint es also in den 30er Jahren oder in den 20er Jahren Ergebnisse gegeben zu haben, die einen Anfang des Universums nahegelegt haben. Das hat ihm aber nicht gepasst, aus philosophischen Gründen. Dann ist nämlich das Universum auf einmal nicht mehr ewig. Und diese Diskussion, die ging interessanterweise noch bis in die 80er Jahre. John Maddox zum Beispiel schrieb einen Artikel 1989, Down with the Big Bang, nieder mit dem Urknall. Und Urknall übrigens ist ein Schimpfwort für diese Theorie vom Anfang des Universums, die nämlich interessanterweise von einem katholischen Priester, Le Maître, einem Belgier, letztendlich nach mühsamer Überzeugungsarbeit Einstein gegenüber vertreten worden ist, damit er anerkennt, dass die Gleichungen von Einstein tatsächlich auch diese Lösung mit dem Anfang haben und dass das auch physikalisch Sinn macht. Also Maddox sagt, der Urknall ist thoroughly unacceptable, vollkommen unakzeptabel, weil er einen letzten Ursprung der Welt impliziert. Oder in den 70er Jahren John Gribbin, das größte Problem mit der Urknalltheorie vom Ursprung des Universums ist philosophisch, vielleicht sogar theologisch. Was existierte vor dem Urknall? Und es gab tatsächlich auch entsprechende Indizien. Da gehe ich jetzt nicht im Einzelnen drauf ein. Die Rotverschiebung zum Beispiel, die kosmische Hintergrundstrahlung. Und diese kosmische Hintergrundstrahlung, CMB abgekürzt, dafür gab es auch den Nobelpreis 1978. Und zwar für Arno Penzias und seinen Kollegen. Und dieser Arno Penzias wiederum, der ist bekennender Jude. Und der schreibt, die besten Daten, die wir über den Urknall haben, sind genau das, was ich vorhergesagt hätte, wenn ich keinen anderen Ausgangspunkt gehabt hätte als die fünf Bücher Mose, die Psalmen und die Bibel als Ganzes. Das ist natürlich eine Provokation für die anderen Autoren, von denen wir gerade gelesen haben. Aber er als Jude hat kein Problem damit, denn in der Bibel steht am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Das heißt, es ist zu erwarten, dass das Universum einen Anfang hat und eben nicht ewig existiert. Wir sehen also, hier spielt die Weltanschauung eine Rolle dabei, ob ich eine neue Theorie akzeptiere oder ob ich sie ablehne. Und tatsächlich musste die Urknalltheorie erstmal eine ganze Reihe weltanschaulichen Widerstand überwinden, bevor sie
auch von den führenden Wissenschaftlern geglaubt wurde, weil die Indizien irgendwann einfach nicht mehr zu widerlegen waren. Das logische philosophische Argument dahinter nennt man auch das kosmologische Argument. Und zwar, erste Prämisse, alles, was einen Anfang hat, hat eine Ursache. Das wenden wir eigentlich dauernd im Alltag an. Wenn irgendwo die Tür knallt, dann muss da jemand gewesen sein, der sie geknallt hat. Sei es eine Person oder ein Windzug, der die Tür geknallt hat. Aber da war eine Ursache. Wenn irgendwo was passiert oder wenn irgendwas beginnt, was vorher nicht da war, dann gibt es irgendeine Ursache dafür, warum das auf einmal da ist und vorher nicht da war. Das ist also das Kausalitätsprinzip, von dem wir in der Physik eigentlich durchgängig Gebrauch machen und was auch Grund für den Erfolg der Naturwissenschaft ist. Die zweite Prämisse ist, das Universum hat einen Anfang. Wie gesagt, dafür gibt es eine ganze Reihe von Indizien. Wenn aber beide Prämissen stimmen, dann folgt daraus, dass das Universum, weil es einen Anfang hat, auch eine Ursache haben muss. Und da ist nun die Frage, was ist dann diese Ursache? Das sind genau diese philosophisch-theologischen Fragen. Und im Grunde kann man in zwei Richtungen denken. Entweder sagt man, naja, vielleicht können wir ja die Natur extrapolieren über den Zeitpunkt Null hinaus und es gab einfach ein anderes Universum, aus dem unseres wiederum entstanden ist. Dafür haben wir keine Indizien letztendlich, aber man kann natürlich so glauben. Man kann aber auch sagen, das Universum, unsere Raumzeit, wie wir sie kennen, mit allen physikalischen Gesetzen, die da dranhängen, hat einen echten Anfang und war eben nicht immer da. Und die Ursache dafür ist immateriell. Die Ursache dafür ist nicht an Raum gebunden, sondern allgegenwärtig. Und die Ursache dafür ist nicht an Zeit gebunden, sondern ja, in ewiger Gegenwart immer überall da, gegenwärtig. Und schon kommen wir ziemlich nahe an den Begriff eines persönlichen Gottes, der sich dieses Universum ausgedacht hat und es dann auch in die Existenz gerufen hat. Jetzt mögen viele sagen, ja, ja, das steht ja nur so in der Bibel und deswegen sagst du das, aber das waren keineswegs nur biblische Denker, die so argumentiert haben. Auch Cicero, bei den Römern gab es jede Menge Leute, die genauso gedacht haben, oder Plato mit seinem Demiurgen. Die glaubten einfach, das Universum braucht eine Erklärung, die über sich selbst hinausgeht, eine transzendente Erklärung, die nicht Teil des Universums ist, um das Universum erklären zu können. Das heißt also, durch philosophisches Nachdenken, wenn das Universum einen Anfang hat, dann ist es durchaus plausibel, davon auszugehen, dass es ein persönlicher Gott gewesen sein könnte, der selbst wiederum ewig ist, der geistig ist, der nicht der Veränderung der Materie unterworfen ist, auch wenn er natürlich mit seiner Schöpfung wechselwirken kann. Also wir sehen, das, was die Naturwissenschaft in den letzten 100 Jahren herausgefunden hat über den Anfang des Universums, ist durchaus etwas, was ganz gut zum biblischen Bild des Universums passt. Was aber für Atheisten zunächst zumindest eine ziemliche Herausforderung war. Wir werden gleich sehen, warum es für manche heute auch keine Herausforderung mehr ist. Und so kommen wir zum vierten Punkt. Man hat nämlich beim Universum nicht nur untersucht, ob es einen Anfang hat, sondern man hat auch verschiedene Parameter und Grundkonstanten des Universums angeschaut. Und man hat eine ganz erstaunliche Entdeckung gemacht, besonders seit den 70er Jahren. Man stellt nämlich fest, das Universum hat genau die Eigenschaften, die es haben muss, damit intelligentes Leben existieren kann. Intelligentes Leben, das sind wir, denken wir zumindest. Und jetzt können wir überlegen, könnte nicht das Universum auch ein bisschen anders sein und wir wären immer noch hier? Wäre zumindest naheliegend, wenn ich davon ausgehen würde, dass das Universum einfach nur ein Zufallsprodukt ist. Denn dass das Universum rein zufällig genau in einen Zustand kommt, der es erlaubt, dass ich existieren kann, das ist doch relativ unwahrscheinlich. Und so hat man eben zum Beispiel herausgefunden, dass ein ganz wichtiger Parameter in der einsteinschen Kosmologie, die sogenannte dunkle Energie, auf 1 zu 10 hoch 60 genau einen Wert haben muss im Verhältnis zur Gravitationskraft, zur Schwerkraft, damit Leben existieren kann. Warum? Wäre das Verhältnis von Gravitationskraft zur dunklen Energie, zur Vakuumenergiedichte, um diesen kleinen Betrag, größer oder kleiner, dann würde entweder das Universum sofort wieder kollabieren und hätte sich gar nicht ausdehnen können, dass genug Zeit wäre, damit irgendwie mal Planeten oder sowas entstehen können, auf denen dann wiederum Leben existieren kann. Oder aber es wäre viel zu schnell auseinandergetrieben worden, als dass sich Galaxien oder Planeten hätten bilden können. Ja, vielleicht sogar nicht mal Atome, weil der Raum sich so schnell ausgedehnt hätte,
dass die Gravitationskraft gar nicht stark genug gewesen wäre, um überhaupt Materie zusammenzuballen. Und gerade diese Zusammenballung ist ja wichtig. Wir leben ja von der Struktur der Materie. Alles, was uns ausmacht hier als Körper, ist Struktur von Materie. 1 zu 10 hoch 60. Lawrence Krauss schreibt im Astrophysical Journal 1998, gerade als das entdeckt worden ist, also ist noch gar nicht so lange her, gut 20 Jahre, das ist das extremste Feintuning-Problem, also Feinabstimmungsproblem, das wir in der Physik kennen. Wenn man nämlich die Masse des Universums ins Verhältnis setzt zur Masse eines menschlichen Haares, gut, meine sind vielleicht besonders kurz, wenn man das ins Verhältnis zueinander setzt, stellt man fest, dass genau dieses Verhältnis eines Haares zur Masse des Universums etwa 1 zu 10 hoch 60 beträgt. Also ein Haar, um ein Haar wären wir nicht da, sozusagen. Und ganz ähnlich argumentiert auch Paul Davis, der Astrophysiker, der sagt, im Grunde ist es so, als ob ein Scharfschütze ein 1-Cent-Stück am anderen Ende des Universums treffen müsste. Das ist die Genauigkeit, die erfüllt sein muss bei dieser Abstimmung, damit wir existieren können. Kein Wunder, dass 1998 sogar der Spiegel titelte Gottes Urknall, Kosmologie an der Grenze zur Religion. Denn hier wurden große Fragen aufgeworfen. Und es war nicht nur diese dunkle Energie, sondern es gibt zahlreiche weitere Feinabstimmungen. Die vier fundamentalen Kräfte des Universums, also Gravitation, elektromagnetische Kraft und starke und schwache Wechselwirkung, die nur im Atomkern letztendlich wirklich auftreten oder eine große Rolle spielen. Diese Kräfte, die müssen alle zu einem sehr genauen Verhältnis fein abgestimmt sein. 1 zu 10 hoch 40, 1 zu 10 hoch 20 und so weiter, damit die Welt, wie wir sie kennen, überhaupt existieren kann und nicht zusammenfällt. Ich könnte jetzt in viele Details reingehen, aber es reicht vielleicht, wenn ich hier Fred Hoyle zitiere und sage, a superintellect has monkeyed with physics as well as with chemistry and biology. Denn das Ganze gilt nicht nur für die Grundausstattung des Universums, also wie sieht das Universum von der Raumeinrichtung her sozusagen aus, also die Grundkonstanten, Massen der Elementarteilchen und die Kräfte, sondern das gilt auch noch für die Einrichtung als solches, dass die Sonne und die Erde da so nebeneinander sitzen. Noch zu einem richtigen Fleck in der Galaxie. Weder zu starke Strahlung und zu viele Sterne in der Nähe, noch zu wenige, dass dann die Elemente fehlen, um das zu bauen, was wir bauen müssen. Also auch das Sonne-Erde-System ist einfach ideal abgestimmt auf unsere Existenz. Und die meisten Planeten, die wir heute kennen, die schließen schon auf den ersten Blick aus, dass da Lebewesen wie wir überhaupt existieren könnten. Und bei vielen anderen wissen wir einfach viel zu wenig, als dass wir sagen könnten, ob es da überhaupt möglich wäre. Allein, dass Wasser da ist, ist schon mal notwendig, aber noch lange nicht hinreichend. Also man kann das nachlesen auf verschiedenen Websites. Es gibt hunderte solcher Verhältnisse. Das ist also keine Einzelbeobachtung. Auch auf unserer Webseite vom Institut für Glaube und Wissenschaft, iguw.de, gibt es in der Textsammlung eine ganze Reihe Texte dazu, zum Beispiel von Peter Hägele, Kosmologie und Feinabstimmung, wo sich der interessierte Laie und der Fachmann gerne weiterbilden können, wenn man will. Man leitet daraus in der Physik das anthropische Prinzip ab. Das Universum muss so beschaffen sein, dass es die Existenz intelligenter Beobachter ermöglicht. Denn sonst wären wir ja gar nicht hier. Aber ist das tatsächlich eine Erklärung, warum das Universum so ist, wie es ist? Natürlich nicht, denn dass wir jetzt hier sind, erklärt ja nicht, warum das Universum am Anfang so war, dass wir jetzt hier sein können. Es muss natürlich so sein, weil wir sonst gar nicht hier wären. Also von daher, die Beobachtung ist zu erwarten. Aber warum das Universum genau diesen speziellen Zustand getroffen hat, das ist unklar. Letztendlich führte die Beobachtung dieser Feinabstimmungen zu einer Revolution in der Physik, unter anderem dazu, dass das sogenannte Multiversumsmodell immer mehr Popularität gewann. Denn wenn man so viele Feinabstimmungen in der Astrophysik entdeckt, dann gibt es nur drei Möglichkeiten. Entweder war es ein riesiger Zufall, also ich spiele einmal Lotto und räume sofort den Jackpot mit Zusatzzahl ab. Hab 6 richtige und die Zusatzzahl. Oder aber jemand hat sich was dabei gedacht, der unheimlich intelligent ist und auch unheimlich geschickt, sowas auch umzusetzen, also ein Schöpfer. Oder aber, das Spezielle kann ja auch dann passieren, wenn etwas immer wieder passiert und zwar immer wieder verschieden passiert. Also sprich, wenn es vielleicht unendlich viele Universen gibt mit sehr vielen Sternen und sehr vielen Planeten. Das Grundproblem bei dieser Hypothese des Multiversums, dass es also nicht nur unser Universum gibt, sondern auch andere Universen, ist einfach, dass es überhaupt nicht beobachtbar ist. Wir haben keine Ahnung, ob es überhaupt irgendetwas jenseits unseres Universums gibt, geschweige denn, ob da jede Menge andere Universen sind. Und abgesehen davon, selbst
wenn das so ist, ist es immer noch so, dass sobald unser Universum mal da ist, immer noch eine ganze Reihe von Zufällen zusammenkommen müssen in der Entwicklung dieses Universums, dass die Entstehung einer Erde und einer Sonne überhaupt möglich ist und letztendlich des Lebens. Das heißt, das Problem bei der Multiversumshypothese ist auch noch die, dass es letztendlich eine bedingte Wahrscheinlichkeit ist und noch viel tiefer, dass man die Abstimmung nur verschiebt. Vom ersten Stock ins Erdgeschoss letztendlich. Also erster Stock würde heißen, unser Universum ist enorm fein abgestimmt. Woher kommt das? Na gut, es kommt daher, dass es einen Mechanismus gibt, der ständig neue Universen hervorbringt. So wie zum Beispiel, wenn man vor so einer Hüpfburg steht, immer wieder neue kleine Kinder aus diesem Drachenmaul rausgehüpft kommen. Und man fragt sich, wo die alle herkommen. Und alle sind unterschiedlich. Und so ähnlich ist es wohl mit den Quantenfluktuationen des Multiversums. Ständig kommen neue Universen hervor und alle sind anders. Aber auch dieser Mechanismus, der diese neuen Universen produziert, der müsste enorm fein abgestimmt sein, dass hier auch ein Universum herauskommt, das so ausschaut wie unser Universum. Der kürzlich verstorbene Physiker und anglikanische Priester John Polkinghorne, übrigens ein sehr angesehener Quantenphysiker, der schreibt, wir sollten diese Spekulationen über das Multiversum als das erkennen, was sie sind. Metaphysik, also Weltanschauung, Philosophie, das ist keine Physik, das ist Philosophie, das ist Weltanschauung. Es gibt keinen rein naturwissenschaftlichen Grund dafür, an ein Ensemble von Universen zu glauben, also an mehr als ein Universum zu glauben. Eine mögliche Erklärung gleichwertiger intellektueller Redlichkeit, die meiner Meinung nach zudem sparsamer und eleganter ist, also Occam's Razor spricht aus seiner Sicht eher für diese andere Möglichkeit, wäre die, dass diese eine Welt die Wirklichkeit ausmacht, weil sie durch den Willen eines Schöpfers geschaffen ist. Natürlich ist das auch Metaphysik. Und das ist genau der Punkt. Die Naturwissenschaft ist offen für die Interpretation in verschiedenen Weltanschauungen. Aber, wie John Polkinghorne sagt, aus seiner Sicht ist es sparsamer und eleganter, davon auszugehen, dass diese eine Welt, die wir beobachten können, auch die einzige Welt ist. Und zwar eben deswegen, weil sie von einem Schöpfer gemacht worden ist, der unheimlich intelligent ist und da viel Hirnschmalz reingesteckt hat. Arno Penzias nochmal dazu, die Astrophysik verweist uns auf ein singuläres Ereignis, also diesen Urknall, diesen einzigartigen Urknall, ein Universum, welches aus dem Nichts erschaffen wurde, da war vorher nichts da, das sehr fein ausbalanciert sein muss, um exakt die Bedingungen für die Existenz von Leben bereitzustellen. Ein Universum mit einem zugrunde liegenden, man möchte sagen, übernatürlichen Plan. Also wir sehen, gerade Naturwissenschaftler sehen in den Entwicklungen der Kosmologie Übereinstimmungen mit dem Glauben an einen persönlichen Schöpfer. Wie gesagt, man kann auch anders denken und es gibt auch Wissenschaftler, die anders denken, aber es ist wichtig einzusehen, dass hier durchaus auch solche Stimmen zu hören sind, die gut begründet sind. Und noch ein fünfter Punkt. Wir haben jetzt dauernd davon gesprochen, das Universum ist wunderbar abgestimmt auf die Existenz von Leben. Leben. Hier eine kleine Collage von wunderschönem Leben. Dieser Taschenfisch, diese Libelle, Präriehunde, meine Frau, Papageie, Pflanzen. Wunderschön. Leben. Was ist Leben eigentlich? Und woraus besteht Leben? Nun, das Spannende ist, schon vor 60 Jahren ging man davon aus, dass Leben aus Zellen besteht. Und man glaubte aber, diese Zellen sind so ähnlich wie in der Materie die Atome, relativ einfach strukturierte Dinge, irgendwie so Grundbausteine, so Lego-Bausteine, die dann dazu führen, dass, wenn man sie zusammensetzt, Lebewesen entstehen. Spannend war aber, je mehr man in diese Zellen hineingeschaut hat, hier sieht man jetzt ein stark vereinfachtes Bild von einer Zelle, das für manchen vielleicht schon hyperkomplex aussieht, und es ist auch hyperkomplex. Diese Zellen bestehen aus unzähligen Proteinen, aus Molekülen, die man nirgendwo findet, außer in lebendigen Zellen. Und zwar richtig große Moleküle, Proteine, die Tausende, Zehntausende, Hunderttausende von Aminosäuren aneinandergereiht haben, die sich falten zu ganz komplexen Strukturen und die dann ganz spezifische Funktionen in der Zelle ausüben. Woher kommen diese Moleküle? Wie entstehen diese Moleküle? Das war eine ganz spannende Forschungsfrage in den 50er Jahren. Und die überraschende Antwort war, als man in den Zellkern hineingeschaut hat, das Ganze kommt von einer Blaupause. Die entstehen nicht einfach durch irgendeine chemische Reaktion, sondern die sind
abgespeichert. Da gibt es eine Betriebsanleitung, die sogenannte DNA, die wiederum in RNA übersetzt wird. Und diese DNA und RNA, das ist im Grunde eine Leiter, die gewunden ist wie eine Wendeltreppe. Und die Sprossen dieser Leiter, das sind die Buchstaben. Diese Sprossen, die sind völlig frei wählbar aus vier verschiedenen Sprossenbestandteilen. A, C, T, G nennt man die dann, die Nukleinbasen. Und die bestimmen wiederum in ihrer Reihenfolge, immer drei davon stehen für eine Aminosäure, wenn dieser DNA-Strang ausgelesen wird. Das heißt, im Grunde genommen haben wir eine semantische Struktur. Wir haben Buchstaben, die aneinandergereiht werden, die zusammengesetzt wiederum Worte ergeben, also Aminosäuren. Und diese Aminosäuren am Stück wiederum, die bilden dann das Protein. Das war eine enorm verrückte Entdeckung, vielleicht die Entdeckung des letzten Jahrhunderts, dass organische Moleküle kodiert sind, mitten in unserer Zelle, in einer Art organischen Molekültext. Der menschliche Molekültext umfasst 3 Milliarden Buchstaben. Das ist dieses Genom, dieses menschliche Genom. 3 Milliarden Buchstaben algorithmisch kodierter Informationen, die sich auf diesem materiellen Träger befinden. Wenn wir auf einen anderen Planeten fliegen würden und würden da so eine Kodierung vorfinden, die erste Vermutung wäre, stopp, aufpassen, vielleicht gibt es hier Aliens, hochintelligentes Leben, das uns überlegen ist. Jetzt finden wir das aber dummerweise auf der Erde wieder, und zwar als Grundlage für unsere eigene Existenz. Es war kein geringer als Francis Crick, der unter anderem auch gemutmaßt hat, dass vielleicht auch auf der Erde eines Tages Aliens gelandet sind, die das Leben hier eingepflanzt haben. Und die vielleicht sogar zurückkamen in der sogenannten kambrischen Explosion und so weiter. Also von daher, dieser Eindruck, dass hier intelligente Urheberschaft vorfindbar sein könnte, der besteht selbst für jemanden, der bekennender Atheist ist wie Francis Crick. Information auf einem materiellen Medium mit einer ganz spezifischen Funktion. Wenn man jetzt noch ein bisschen weiter in die Biologie hineingeht, wir haben nicht mehr so viel Zeit, aber ein bisschen was möchte ich noch dazu sagen. Wir können zum Beispiel mal ein solches Molekül anschauen, eine molekulare Maschine, die sogenannte ATP-Synthetase. Die haben wir milliardenfach in unseren Mitochondrien, die wir auch wiederum milliardenfach in unseren Zellen haben. Und denen verdanken wir, dass wir überhaupt Energie haben, dass Zucker in Energie umgewandelt werden kann am Ende. Im Grunde genommen ist das die Verpackungsmaschine für Butterbrote. Und wie funktioniert diese Verpackungsmaschine? Das Erstaunliche ist, wenn man sich das Prinzip anschaut, man hat einen Stator, der in der Membran der Mitochondrien, die in unseren Zellen wiederum sich befinden, verankert ist. Und dieser Stator hält diese Synthetase fest und erlaubt aber genug Spielraum, dass ein Rotor sich in diesem verankerten Bereich drehen kann. Und er dreht sich dann, wenn ein Flussmedium durch die Zellwand hindurch diffundiert, und zwar genau an der Stelle, wo sich eben der Rotor befindet. Kommt uns das vielleicht bekannt vor? Haben wir uns schon mal überlegt, wie eine Turbine funktioniert, eine Wasserturbine? Auch hier haben wir ein Durchflussmedium, nämlich Wasser. Und dieses Wasser beginnt die Turbine zu drehen. Und die Turbine wiederum dreht dann einen Elektromagneten im Magnetfeld und dadurch wird Strom induziert. Wir produzieren Energie. Bei der Synthetase ist es ganz ähnlich, nur dass am Schluss kein Strom produziert wird, sondern eine Konformationsänderung des Kopfes dieser ATP-Synthetase letztendlich. Und dann wird ADP, also im Grunde genommen ein leeres Butterbrotpapier, wird mit einem Butterbrot gefüllt. Da kommt ein Phosphat rein und damit hat es wieder Energie, die woanders hin transportiert werden kann und da wieder verbraucht werden kann. Ist doch spannend. Das Spannende ist zusätzlich noch, dass die Ingenieure, die die Wasserturbine erfunden haben, von der ATP-Synthetase noch gar keine Ahnung hatten. Man hat erst viel später entdeckt, dass das Prinzip, was die menschlichen Ingenieure entwickelt haben, eigentlich schon längst in unseren Zellen umgesetzt worden ist. Da verwundert es mich eigentlich auch gar nicht, dass Richard Dawkins sagt, Biologie ist die Lehre komplexer Dinge, die den Anschein erwecken, geplant worden zu sein. Kleine Teile, die Moleküle und die Proteine erfüllen einen übergeordneten Zweck in einem größeren Ganzen, von dem die kleinen Teile aber eigentlich nichts wissen können. Im Materialismus muss all das sich Schritt für Schritt rein zufällig oder aufgrund von Notwendigkeit entwickelt haben. Für Notwendigkeit haben wir aber eigentlich keinen Ansatzpunkt, deswegen muss es wohl zufällig gewesen sein. Schritt für Schritt immer das richtige Protein an der richtigen Stelle für die richtige Funktion im Laufe einer langen Zeitspanne. Ist das
eine ausreichende, eine befriedigende Erklärung für die Zwecke, die wir in den Lebewesen entdecken. Ein weiteres Beispiel: Organe entstehen immer wieder. Das Auge zum Beispiel ist in der Paläontologie 40 Mal unabhängig voneinander entstanden, sagen uns die Paläontologen. Das ist eigentlich erstaunlich, wenn man davon ausgeht, dass die Mutationen auf der molekularen Ebene in der DNA rein zufällig passieren. Warum führt ein rein zufälliges Wechselspiel immer wieder zu den gleichen Ergebnissen oder zu ähnlichen Ergebnissen? Also die Zielgerichtetheit auf der Ebene des fertigen Organismus. Hier die Zielgerichtetheit, hier der Zufall. Wie kommt es dazu? Das ist tatsächlich noch eine große Forschungsfrage. Man muss sich nur mal den Zugvogel am Ende anschauen, da kommen wir auf die höchste Ebene, auf die organismische Ebene. Zum Beispiel der ostsibirische Goldregenpfeifer. Wie sein Name schon verrät, lebt der in West-Alaska. Und der fliegt immer dann, wenn es in Alaska so richtig kalt wird, 4500 Kilometer nach Süden, nach Hawaii. Wie kann er sich orientieren? Nun, er kann offenbar sich am Magnetfeld der Erde orientieren. Manche Zugvögel können das, indem sie das Magnetfeld, die Stärke des Magnetfelds spüren können oder die Richtung des Magnetfelds spüren können. Oder sie können sich auch an den Sternbildern orientieren, die sie irgendwie in ihrem Kopf abspeichern können. Das kann man durch verschiedene Experimente herausfinden. Also optimale Orientierung plus das Spannende ist, wenn der alleine fliegen würde, würde der so viel Energie durch den Luftwiderstand verlieren, dass der diese 4500 Kilometer gar nicht zurücklegen könnte. Deswegen fliegen die, und zwar im Keilflug, und wechseln die Spitzenposition immer aus. Und weil die im Keilflug von Alaska nach Hawaii fliegen, deswegen schaffen die es und kommen an und stürzen eben nicht schon nach 70 Stunden ab, sondern schaffen 88 Stunden Non-Stop-Flug. Man könnte sich aber auch einfach mal fragen, woher wissen die eigentlich, dass es Hawaii überhaupt gibt? 4500 Kilometer. War das einfach mal ein unglücklicher Hurricane, der die dahin verfrachtet hat? Irgendwie, und dann sind die immer wieder hin und zurück geflogen. Warum fliegen die nicht die viel sicherere Route über Kanada und die USA nach Mexiko, um in die gleichen breiten Kreise zu kommen? Warum fliegen die nach Hawaii? Einfach genial gemacht. Orientierung, Energieoptimierung und tja, das Wissen, Hawaii ist schön. Dem kann man sich ja nur anschließen. Also ich denke, wir sehen letztendlich, in der Wissenschaft kommen immer verschiedene Ebenen zusammen, sobald wir uns mit den komplexeren Phänomenen beschäftigen. Wir haben die natürlichen Mechanismen, wie funktioniert etwas, damit beschäftigen sich die Naturwissenschaften. Wir haben eine Informationsebene, wenn wir die DNA zum Beispiel anschauen, damit beschäftigt sich die Informatik, die Bioinformatik insbesondere, ja selbst die Linguistik kann sich damit befassen. Das ist die Frage, was bedeutet eine materielle Struktur? Was bedeutet sie in einem System? Welche Rolle spielt sie in einem System? Und dann haben wir eine dritte Ebene, die Teleologie-Ebene, die Ebene des Zweckes. Wozu dient etwas? Mit dem beschäftigt sich die Psychologie, die Philosophie, die Theologie. Drei Ebenen, die man nicht einfach miteinander vermischen darf. Aber wenn wir die Gesamtfrage beantworten wollen, dann müssen wir natürlich alle drei Informationen zu Rate ziehen. Leben ist einfach herrlich. Und wir existieren. Wir können dankbar sein, dass wir existieren. Und wir können die Natur erforschen. Auch dafür können wir dankbar sein. Und ich glaube, wir können tatsächlich Spuren Gottes in der Natur entdecken. Das Universum hat einen Anfang, es ist nicht selbsterklärend. Das Universum ist fein abgestimmt auf Leben, was man zunächst nicht erwartet hätte, in diesem Ausmaß zumindest nicht. Leben basiert auf kodierter Information, algorithmisch kodierte Information sogar. Und Leben ist inhärent zweckorientiert. Kleine Teile erfüllen wohldefinierte Funktionen im großen Ganzen. Und unsere wissenschaftliche Forschung funktioniert sehr gut. Unser Verstand scheint wahrheitsfähig zu sein und Materie scheint sich zum Glück an viele logische Gesetze zu halten. Eine ganze Reihe Indizien, die aus meiner Sicht sich sehr gut erklären lassen mit dem Glauben an einen persönlichen Gott. Der hatte einfach eine hohe Erklärungskraft, während Zufall und Notwendigkeit als einzige Ursachen dafür doch in manche Erklärungsnöte kommen. Wenn ich die beiden Weltanschauungen gegeneinander halte, dann habe ich den Eindruck, das Pendel schlägt aus meiner Sicht schon eher für den persönlichen Gott aus. Natürlich kann man darüber unterschiedlich denken, aber ich denke, es lohnt sich zu vergleichen, abzuwägen. Und das haben wir tatsächlich auch eine ganze Reihe Leute getan. Auch einige atheistische Wissenschaftler, die Zweifel bekommen haben am Naturalismus und am Materialismus. Ganz bekannt ist Thomas Nagel, der zwar kein Theist geworden ist, aber doch sagt, dass der Materialismus mit ziemlicher Sicherheit falsch ist in seinem Buch Geist und Kosmos.
Oder der Philosoph Anthony Flew, der in den 80er und 90er Jahren einer der renommiertesten atheistischen Philosophen war und sich immer wieder debattiert hat mit christlichen Philosophen. Ein Zitat aus seinem Buch, There is a God, beziehungsweise There is no God, no ist durchgestrichen und dann steht A drüber. Da schreibt er, nachdem er darstellt, warum er früher Atheist war, jetzt glaube ich, dass das Universum von einer unendlichen Intelligenz hervorgerufen wurde. Warum? Dies ist das Bild der Welt, wie ich es sehe, das sich aus der modernen Naturwissenschaft ergibt. Erstens, die Tatsache, dass die Natur Gesetzen gehorcht. Zweitens, die Dimension des Lebens, intelligent organisierte, zweckorientierte Wesen. Über beides haben wir schon gesprochen. Und drittens, die Existenz der Natur selbst, also das kosmologische Argument. Warum existiert etwas und nicht nichts? Wir müssen dem Argument folgen, wohin auch immer es führt, sagt Anthony Flew. Er glaubt jetzt nicht, zumindest zu dem Zeitpunkt, als er das Buch geschrieben hat, nicht an einen Gott, der sich selbst offenbart hat, wobei er dafür kein logisches Argument letztendlich hat. Sein Argument ist einfach nur kausale Geschlossenheit. Aber er glaubt an einen persönlichen Gott, der die Ursache, die beste Erklärung für das Universum ist. Also, fassen wir zusammen. Hat die Wissenschaft Gott begraben? Wir haben gesehen, erstens, der Konflikt besteht nicht zwischen der Naturwissenschaft und dem Glauben an Gott, sondern zwischen verschiedenen Weltanschauungen, dem Materialismus oder Atheismus und dem Theismus. Und es gibt Wissenschaftler, die beide Weltanschauungen glauben und trotzdem jeweils gute Wissenschaftler sind. Zweitens, die Naturwissenschaft selbst kann Gott weder widerlegen noch irgendwie zwingend beweisen. Aber drittens kann man sich doch die Frage stellen, welche der beiden Weltanschauungen passt letztendlich besser zu dem, wie die Naturwissenschaft funktioniert, warum sie funktioniert und was sie herausgefunden hat. Und auf dieser Basis würde ich sagen, ja, es gibt durchaus Indizien, die in dem Bild von Van Gogh plausibel machen, dass es Van Gogh tatsächlich gibt. Natürlich lässt die Naturwissenschaft die Gottesfrage offen. Und das ist gut so. Das lässt eine große Freiheit für jeden einzelnen Menschen. Und das ist was, was auch zu meinem Gottesbild dazu passt. Denn ich glaube, dass Gott tatsächlich uns Menschen als freie Wesen erschaffen hat. Er zwingt sich uns eben gerade nicht auf. Die Naturwissenschaft ist ein offener Prozess. Aber als Menschen haben wir nur eine begrenzte Zeitspanne. Ja, wir leben 40 Jahre, 60 Jahre. Oder wenn man viel raucht und viel trinkt, wie Helmut Schmidt, dann vielleicht auch mal 96 Jahre. Aber irgendwann ist Schluss mit unserem Leben. Wir müssen uns irgendwie entscheiden. Wir wollen wissen, was das Universum ausmacht als Personen. Das ist eine wichtige Frage für uns, wie es nach dem Tod weitergeht. Ob dann alles aus ist oder ob es dann erst richtig losgeht. Und deswegen möchte ich uns ermutigen, diese Frage nicht einfach zur Seite zu wischen und so zu tun, als ob sie völlig irrelevant wäre, als ob wir nichts darüber wissen können. Wir können uns durchaus Gedanken darüber machen, glaube ich. Denn entweder hat Jacques Monod recht, dann ist der Mensch nur ein Zigeuner am Rande des Universums. Eines Universums, das für seine Musik taub ist und gleichgültig gegen seine Hoffnungen, Leiden oder Verbrechen. Kurzum, dann sind wir verloren. Oder vielleicht hat auch James Irwin recht. Einer der Astronauten, der 14 Astronauten, die es bis jetzt geschafft haben, auf dem Mond zu landen. Der sagte nämlich, der größte Moment in der Menschheitsgeschichte war nicht, als der Mensch den Mond betrat, zweifelsohne eines der wichtigsten Ereignisse der Menschheitsgeschichte, sondern als Gott die Erde betreten hat. Und das ist natürlich eine Dimension, die über die Naturwissenschaft hinausgeht. Nämlich die Dimension, wenn es einen persönlichen Gott gibt, an den auch Anthony Flew zu glauben begonnen hat, hat dieser Gott sich uns mitgeteilt. Ich finde den Gedanken enorm plausibel. Wenn Gott sich so viel Mühe gegeben hat, uns Menschen als intelligente, kommunikationsfähige Wesen zu erschaffen, warum sollte er dann nicht selbst auch den Schritt gegangen sein, mit uns in Kommunikation zu treten, mit uns zu reden, sich uns zu offenbaren? Nicht aufdringlich, nicht durch ein riesiges Sternenbanner, das im Universum sichtbar ist, sondern auf Du und Du, indem er mit einzelnen Menschen gesprochen hat, sich ihnen offenbart hat und durch diese die Botschaft von sich weitergeben lassen hat oder indem er sogar selbst Mensch geworden ist, um uns zu zeigen, wie er ist, wenn er inkarniert ist in Jesus Christus. Ich finde das eine enorm spannende Frage, die man natürlich nicht naturwissenschaftlich beantworten kann, sondern historisch und theologisch anschauen muss. Aber die Botschaft, die dahinter steht, ist, wie in Jeremia im Alten Testament in Kapitel 31 schon steht, ich habe dich je und je geliebt, darum hört meine Treue zu dir nicht auf. Das Universum ist nicht kalt. Es ist auch nicht taub für unsere Musik, sondern da ist einer, der hat das Universum gewollt, der hat dich gewollt, der hat uns gewollt und der freut sich über unsere Musik und dem tut's weh,
wenn wir uns schlecht behandeln und wenn wir seine Welt kaputt machen. Und derjenige, dem tut es am meisten weh, wenn wir ihn ignorieren und die Liebe, die er uns gezeigt hat, nicht zurückgeben, von der wir selber am Ende leben und abhängig sind. Denn worauf können wir stolz sein? Was haben wir wirklich selber geschaffen? Wir sind abhängig davon, von dem, was uns mitgegeben worden ist. Wir dürfen uns als Geliebtes gegenüber dieses Schöpfers verstehen. Und so können wir auch einen Sinn im eigenen Leben finden, ein Puzzlestück sein in Gottes großem Plan mit dieser Welt und uns auf das Abenteuer eines Lebens mit Gott einlassen. So wie ich mich in diese Mauer hier einbauen lassen habe. Ich wünsche frohes Nachdenken. Wenn der Vortrag gefallen hat, gerne den Kanal abonnieren und das nächste Mal wieder einschalten.